Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Sim World 2. Ja, wir machen heute die Fahrt von Aachen nach Ehrenfeld. Ein Güterzug ist in Aachen angekommen. Fahren Sie ihn zum Anschlussgleis in Ehrenfeld. Es ist Hauptverkehrszeit und der Verkehr ist sehr dicht. Achten Sie daher auf die Signale. Bitte beachten Sie, dieser Zug ist auf 140 km/h begrenzt. Das ist schön, das ist sehr gut. Jetzt weiß ich auch, wo der Fehler war. Ja, wie ihr seht, es gibt jetzt die AHB Anniversary Collection mit besonderen Zügen, die geschmückt sind. Also eigentlich genau das, wovon ich in der letzten Folge gesprochen habe. Sonderzüge. Voll geil. Leider habe ich es nicht. Noch nicht. Mal gucken. Also ich bin am Überlegen, vielleicht werde ich mir auch dieses DLC holen. Und dann als nächstes machen. Müssen wir mal gucken. Ja. So. Willkommen nach dem Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt in Richtung Osten nach Köln-Ehrenfeld, wo ein anderer Lokführer seine Fahrt fortsetzen wird. Sie werden während der Hauptverkehrszeit bla bla bla. Sie werden während der Hauptverkehrszeit unterwegs sein, also achten Sie auf die Signale. Macht Sinn. Sie folgen einer S-Bahn. Bitte beachten Sie auf die Signale. Wo ist die dämliche Lok? Das ist jetzt die nächste Frage. Bitte, bitte nicht so weit weg. Hier. Der Zug ist international auf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h begrenzt. Das sollte kein Problem sein. So, hier rein. So. Luke zu. So, wir machen erstmal hier alles. An, an, an. Hat der LZB, haben wir. Zug fährt um 17 Uhr an. Das ist mir jetzt relativ egal. Luke an. So, den auf Auto. Hey, komm, Otto. Bremse lösen. Macht er jetzt gerade noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. Kommt vielleicht gleich noch. So, wir haben auch. Haben wir schon grün? Ja, wir haben sogar schon grün. Das ist natürlich super, hervorragend. Egal. So, wir machen jetzt erstmal alles, was wichtig ist. Einstellungen. Nein, hier drunter. PZB-Modus. Gucken, kann ich den im Stand ändern? Ich glaube ja. MO. Enter. So, haben wir das. Dann brauche ich Strom, Bremsen, Signalleuchten. Enter. Wir sind im St Seite 2. Den hier. Weiß. Enter. Hinten ist egal. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Dann setzen wir uns die mal auf. Spitzensignale reduziert. Wir haben übrigens schon 17 Uhr abends. Okay. Rechnet's? Ich glaube nicht. So, was haben wir noch? Führerstandsbeleuchtung kann anbleiben. Sandbremse lösen. AFB, AFB, AFB können wir AFB. anmachen. Die stellen wir direkt auf 140. Sehr gut. Hat er die Bremse jetzt hier gelöst oder nicht? Hat er. Sehr schön. So, das heißt, eigentlich können wir jetzt mit Tempo 40. Entschuldigung. 40. Losdüsen. Ah, Bremse sollte man lösen. Und vielleicht noch Richtung angeben. Zack, zack, zack. So, und dann geht's los. 2 Minuten Verspätung, aber das ist egal. So. Zugbeeinflussung. Das ist also auch noch eine Nachtfahrt. Hab ich ja Bock drauf. Egal. Und auch noch nebelig dabei. Oh, bestes Wetter ist hier draußen. Echt, nur dass wir jetzt gerade 7 Uhr morgens haben. Und nicht 17 Uhr abends. Ja. Freie Fahrt. Ich weiß gar nicht, wie schnell darf ich denn jetzt hier rumcruisen. Da vorne steht irgendwas. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Vorne ist 160. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, 160. Ich hab da jetzt gar nicht. Fahre 160. Okay, so. Also,
Beschleunigen wir schon mal auf die 100. So. Und dann geht das auch schon los. Na, der beschleunigt mich schon wieder zu heftig. Ja. Wie schwer ist denn die Karre? Interessant ist, dass ich mit dem Ding 140 fahren soll, laut Szenario, aber praktisch eigentlich 120 fahren darf. Aber egal, wir machen das mit 140, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und gut ist, Zugbeeinflussung. Wenn wir mal auf das passende Tempo kommen, geben wir dem mal ein bisschen Sand dabei. Und gut ist. So, dann bin ich auch mal gespannt, womit wir als nächstes weitermachen werden. Ich glaube, wir nehmen als nächstes wirklich den Nahverkehr Dresden. Das ist dann aber Aufgabe fürs neue Jahr. So. Und ihr müsst auch damit rechnen, dass wir dann ab Neujahr auch wieder weniger... werde ich wieder weniger Videos posten, denn dann bin ich auch wieder beruflich unterwegs. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich schätze mal auch, dass bis dahin das neue Transport Fever Update rausgekommen ist. Das kann dann sein. Da will ich ja eigentlich auch wieder weitermachen. Müssen wir mal gucken. Also langsam juckt mich das Ganze wieder in den Fingern. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja. Zugbeeinflussung. 20. Das ist schön. 20. Sind vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell noch. Naja, bis der da auf Tempo kriegt. Passt das schon. Ja. Wie ist denn der Ablauf? Ablauf. Über einen Ort. Also wir sollen eigentlich komplett durchfahren. Das ist schon mal schön. Zwangsbremsung. Wieso Zwangsbremsung? Ich bin noch an dem Signal vorbei. Hat der das wieder nicht genommen? Ernsthaft? Oh ne, Leute. Also jetzt wirklich... habe ich ja Bock drauf. Dann fahren wir halt mit 100. Zugbeeinflussung. Das ist doch doof. Das ist doch wirklich wieder zum Kotzen. Also Leute, irgendwie müssen wir hier nochmal eben gucken. So. Enter. Oh. Enter. Warum machst du das nicht? Ah, super. Du hast dich offen. Keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum das Ding trotzdem nicht die Geschwindigkeit auf 104. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Rangiersteuerung? LZB lösen, LZB wachsam. Rangiersteuerung, das ist aber auch nicht das Richtige. Bremsüberlastung. So, was sagt die denn überhaupt? LZB-Mode. Cäsar. Hauptmenü. Ja, ich kann aber auch nicht auf die ganzen Menüs zugreifen. Das ist natürlich auch genauso dämlich. Kann ich hier irgendwas einstellen? Nö. Display. Zeigt mir das auch nicht so an, wie ich das haben will. Also. Bahnlinie. LZB-Befehl. Wieso kann ich mir den nicht... Ey, hier sind ja Leute an den Bahnsteigen. Das ist cool. Endlich mal. Zugbeeinflussung. So, wir machen uns jetzt mal auch hell. Oh, bringt ja gar nichts. Egal. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier einen Scheibenwischer. Wir haben
Scheibenheizung, die ich nicht anschalten kann. Scheibenwischer aus Fahrgast und Makrofon. So. Hauptschalter, Hauptschalter, Stromnehmer ist klar, klar, klar. Notfallschalter, da hinten habe ich das, das. Keine Ahnung. Dann tingeln wir hier halt mit 100 rum. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. So. Zugbeeinflussung. Ich muss den noch irgendwie schneller fahren lassen können. Jetzt bremsen will ich schon wieder drüber. Zwangsbremsung. Boah, Zwangsbremsung. Ey. Zugbeeinflussung. Jetzt habe ich die AFB ausgemacht, ne? Boah, bin ich doof. Na gut, dann bremsen wir den mal. AFB, AFB, AFB. Schön, dass du jetzt das saß, aber ich hätte die auch gern wieder dabei. So, wir stehen. AFB ist aus. Ich will das jetzt... Oh. Wir setzen dich jetzt hier mal auf M. Enter. Dann darf ich zumindest 120 fahren, theoretisch. Zeige ich dir mit irgendwo noch an? Nö. Nö. Kann ich mir das hinten irgendwo einstellen? Warte mal, irgendwie hinten Raumbeleuchtung. Wo war die denn nochmal? Batterie. Maschinenraumbeleuchtung. Wo bist du denn? Batterie aus. Führerstand. Ich weiß, das ging eigentlich auch darüber. Man sieht hier nämlich nichts. SIFA. LZP, PZB. Bin ich jetzt komplett dumm? Blind? Ja, dumm ja, aber blind. Führerstand, Signal, Licht, Auto, Federspeicher. Batterie ein. Motorraumbeleuchtung an. Danke. So. LZB, PZB. TC0. Hier unten kann ich auch nichts einstellen. Nee, wo? Nö. Kann man hier noch irgendwas einstellen in dem Ding? Schaltgästen, Schaltgästen. Schaltgästen, Schaltgästen. Hier steht der auf O, unten habe ich den auf M. Hä? Ziehen wir den jetzt hier auch mal auf M. Enter. Hauptmenü. Zack. So. Flug zu. Das kann doch nicht. Ich muss ja irgendwie die Karre hier mal langsam schnell laufen lassen können. So. Egal. Wieder hinsetzen. AFB, AFB, AFB. Probieren wir nochmal. Also, du und Gummi. So. Ich habe keine Ahnung. Ich wundere auch, dass der hinten keine Tafeln dran hat. Ist auch egal. Ich meine, wenn du drauf fährst, bist du eh tot. Ja. Wir werden sehen. Ein bisschen dicke Augen drauf halten. Theoretisch, ich habe jetzt hier überall M. Ich habe keine Ahnung.
falsche Taste. Zugbeeinflussung. Ich glaube, da kommt ein Zug, ich bin mir aber nicht sicher. Aber die Helligkeit ist echt miserabel. Warte mal, wir können mal Führerstandsbeleuchtung ausmachen. Macht's das besser? Auch nicht wirklich, ne? Ja, ein bisschen, aber... So. Kommen jetzt gleich auf die 105. Fährt die Kiste jetzt endlich 120 oder bremst er mich wieder aus? Safe, der bremst mich wieder aus. Zugbeeinflussung. Also ich sag, der bremst mich wieder aus. Ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall, der wird mich jetzt gleich wieder ausbremsen, wenn wir auf das Tempo kommen. Das steht auf 100%. Geschwindigkeit 102. Zugbeeinflussung. Ich finde das krass, ne? Also, die stehen auf Fernlicht und ich sehe einfach gar nichts. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ich meine, das ist echt doof. Das ist ja sogar die Grafik-Engine von Transport Fever eher nachtkompatibel als die von dem Spiel hier. Ja, er bremst mich wieder ab. Ich krieg die Krise. So, das heißt... Zwangsbremsung. 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 So, hält er die Tempo-Geschwindigkeit und kommt er wieder dabei? Kann ich ihn abfangen? Ja, könnte was werden. Gut, dann fahren wir halt. Tempo 100. Ist mir egal. Dann bleiben wir halt bei 100. Ach, machen wir es gemütlich heute. Ich verstehe das nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung habt, warum das Ding nur in dem U-Modus fahren kann. Ob das Bugs sind oder ob ich aber nur zu doof bin. Zugbeeinflussung. Ich weiß es wirklich nicht. So, was haben wir denn da? Wir haben jetzt... Einzig Gute ist, bis Köln brauchen wir auch nicht mal auf die Geschwindigkeiten achten, weil wir eh langsamer sind. Aber schöne Nachtfahrt. Gut. Zugbeeinflussung. Also ich bin auch irgendwie auf dem falschen Knopf, war. Wenn das die Siefahrt noch hier angeht. Eigentlich müsste das Siefahrt schon längst an sein. Okay. Naja, gut. Also siehst viel. Ey, ich hab Fernlicht an. Ich hab pragmatisch betrachtet das Fernlicht an. Ich sehe, egal welche Lampe ich einstelle. Spitzenknalle hell ist. Zappenduster. Bremse lösen. Sand lösen. Keine Chance. Zappenduster. Ich meine, okay, ich sehe die Signale, ne? Aber. Und circa 10 Meter vorher sehe ich sie ja noch hell. In Farbe, aber.
Man muss das Spiel eigentlich unbedingt was dran machen. Da müssen die mal unbedingt ein Update raushauen, weil ich verliere wortwörtlich quasi blind. Sifa. Achso, Entschuldigung. Wann bremsen wir? Achso, okay. Kommen wir über die 100. Ich war ja wirklich blind. Ich sehe auch nicht mal die Schilder. Ich sehe gar nichts. Und das kann ja nicht sein. So. Wenn wir jetzt das nächste Mal Sifa haben, müsste ja so ein circa 10, 15 Sekunden sein. Aber, ich meine, du bist ja wirklich fast blind. So. Ich probiere mal was aus. Ich bin sofort wieder da. Scheißen Riss. So. Gut, ich habe jetzt mal das Licht in meinem Büro ausgemacht. Und ganz ehrlich, ich sehe immer noch nichts. Das kann doch nicht sein. Aber kann man hier was an den Grafikeinstellungen ändern? Oh. Einstellung, Grafik. Bildschirm. Vollbild. Anti-Analyzing. V-Synchronität. Grafik. Ultra. E. So. Grafikvoreinstellung. Ultra. So. Es ändert nichts. Es ist zu dunkel. Einstellungen. Kommen hier drauf. Einstellungen. Wir haben Spiel, Qualität der Bildschirmfotos, das ist egal, Steuerung anhalten, das ist alles klar, das ist klar, hier haben wir nichts passendes, ne? Steuerung ist auch klar, Bildschirm, Ultra, Bildschirmprozente, was heißt das denn? Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Effekte, Ultra, Qualität, Texturen, Sichtweite, Post-Protection, Ultra, hoch. Kann ich die irgendwie auf Ultra? Ne. Qualität der Effekte aus. Unbegrenzt, Bewegungsunschärfe haben wir aus. Ah, ich habe zumindest ein Signal davon, das ist schon mal gut. Niedrig, Ultra. War das denn jetzt auf niedrig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann fahren wir halt im Dunkeln. Ein Blindflug. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht so. Aber was will man machen, ne? Klasse Fernlicht hier auf jeden Fall, ey. Klasse mit dem Fernlicht. Bin ich eigentlich schon LZB betrieben? Ich hoffe, den blendet nicht. Nämlich. Ach ja. Wirklich so auf 2 Meter voraus. Kann doch nicht sein. Also, ich meine, ich sehe die Masten durch die Sonnenübergang. Aber letzten Endes. Keine Chance. Keine Chance. Und sagt ein Stellwerk auch eine Vorfahrung. Mehr Signalbilder, ne? Mhm. Ja, klasse. Zugbeeinflussung. Aber interessant ist auch, das war, was, welches Datum war hier eigentlich? 1.3. Ist im März immer noch so um 6 Uhr dunkel? Oder 5, halb 6 dunkel? Allgemein ist doch, glaube ich, dass das Spiel jetzt früh dunkel wird, ne? Ich meine, wir haben jetzt im Dezember, ist es um 6 Uhr so dunkel oder 5:30, ne? Aber doch nicht mehr im März. Hm. Naja, egal. Hinterfragen wir nicht.
Briefe. Jo. So. Noch 10 Kilometer bis Düren. Puh. Zieht sich aber auch. Das zieht sich aber auch. Aber irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung, die ich auch nicht sehen konnte. Hm. Das ist doch doof. Das ist doch wirklich doof. So. Die Masten werden gar nicht auf... Erkennst du gar nicht. Hinten kommt ein Signal von der Rückseite. So, ihr seht jetzt durch den Lichtschein. Und zack, jetzt ist es weg. Dann wirklich letztens... Nee. Sifa. Da siehst du ja sogar ein echtes Fußmeer, ohne Lampe. Ich meine, das leuchtende Signal, das erkennst du. Damit das Wichtigste, aber... Da war das. Da kommt, glaube ich, ein Zug. Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, das Ding wird jetzt ja Licht haben, ne? Warum sehe ich die Lampen noch nicht? Und das Signal schon. Also, Funzeln sind wirklich schlechter als die von dem VW Käfer von 1960. Ey, da rege ich mich jetzt echt ein bisschen drüber auf. Naja. Machst du nichts dran. Und dann siehst du links diesen Hof. Das ist keine Relation. Und ganz ehrlich, Nachtfahrten machen hier jetzt echt wenig Spaß. Das ist echt ein bisschen doof. Oder habt ihr dazu irgendwie Modifikationen oder sowas? Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn sich da irgendwie mal ein bisschen davon hier auch was sehen kann im Dunkeln. Aber was ich schön finde, wenn ich jetzt so drauf achte, dass die sogar die Oberleitung realistisch gespannt haben. Also in Zickzack-Anordnung, wenn man genau hinguckt, ne? Also hier. Das haben sie schon schön gemacht. Und das hängen die immer bei vielen Spielen wie damals, also mit Exo oder so, hängen die Sachen ja wirklich immer nur gerade, schnurgerade. Und hier haben sie die wirklich. Zickzack gespannt. Das finde ich echt schon klasse. Auch verschiedene Masten. Ja, das ist gut. Das haben sie gut gemacht. Ja. So. Ich habe jetzt aber noch ein anderes Problem. Ich habe Durst. So, die Karre fährt jetzt noch 15 Sekunden. Dann gehe ich mir mal eben was zu trinken holen, Leute. Dann bin ich auch wieder da. So, bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir LZB geführt, denke ich. Aber das Schöne ist, wenn wir so langsam rumtingeln, dürften wir auch kein einziges rotes Signal haben. Sondern müssten den Stau hinter uns verursachen. Gucken wir doch einfach gleich mal. Also. Wenn man jetzt guckt, sieht wirklich
kaum was auf der Bahnstrecke. Und gleichzeitig hier alles hell erstrahlt. Also, das sind doch so Sachen, die eigentlich nicht sein können. So. Jetzt mal gucken, machen wir Stau oder machen wir keinen Stau? Was meint ihr? Machen wir Stau oder machen wir nicht? Wenn wir so langsam rumtingeln, müssten wir doch eigentlich Stau machen. Aber schön, die Autos haben sogar Beleuchtung. Hm. Ja. Hier haben wir ein rotes Signal. Bolzplatz, den habe ich gar nicht gesehen. Hm. Achso, wahrscheinlich wollte ich gerade was trinken wollen. Naja, so. Tut sich hier schon was. Hier sagt er mir, halt erwarten. Also einen Zug sehe ich hier noch nicht. Die Vögel zwitschern. Hier ist auch rot. Ne, hinter uns fährt keiner. So. Ah. Hinter uns fährt keiner. Tacho hat er nicht geladen bekommen. Wir fahren 0 km/h, wie ihr seht. Auch gut. Naja. Jetzt ist halt wirklich noch knapp 20 Minütchen, eine halbe Stunde ungefähr. Nur noch LZB geführt. Oh, ist das nicht schön? Aber ich meine, es wird jetzt doch langsam richtig duster hier. Das ist schon mal auch cool. Auch wenn ich das für 5, 6 ein bisschen komisch finde im März. Müsste es ja eigentlich schon wieder heller sein. Aber ja, es geht. Nur schade, dass man nichts sieht. Ich meine, mit Fernlicht, so eine Sichtweite. Das ist ja schlimmer als bei Nebel zu fahren. Guckt ihr das Signal an. So, jetzt sehe ich das. Das sind ja vielleicht 10, 20 Meter. ZB. Also die Funzel von den Zügen, Katastrophe. Und dann siehst du den Bahnsteig da hinten, der leuchtet super. Der leuchtet super hell, so wie es sein muss, da strahlt auch alles. Da kannst du auch was sehen. So wie es sein muss. Und dann wieder blind. Also das Licht ist zu stark auf einen Punkt gebündelt. Ich meine, da hinten das Signal siehst du gut. So muss das auch sein. Aber eben nur das Signal. Ach ja. Haben wir schon 8 Uhr morgens. Aber ich kann euch sagen, im Dezember. Ach ne, ich hab nicht. Ja doch, Tür habe ich offen. Im Dezember ist um 8 Uhr auch immer noch draußen dunkel. Das auf jeden Fall. Beziehungsweise, ja, 10 nach 8, 8 Uhr. Nun ja. Aber da freuen wir uns ja dann schon auf die nächsten Aufgaben, die wir haben werden. Ansonsten kleine Channel
den ich empfehlen kann. Let's Dashcam. Da findet ihr dann auch teilweise Videoaufnahmen von mir beim Autofahren, falls es jemand noch interessiert. Ich meine, ich hatte ja früher sowas auch gemacht in Form von Let's Drive. Ja, also Dashcam-Ansendung von mir findet ihr auf jeden Fall auf seinem Kanal. Sifa. Ja. Mal schauen. So, 1,6 Kilometer bis zum Ziel. Na, mal eben gucken. Sollen wir mal reingucken, wie lange wir noch fahren müssen? Machen wir. Ablauf. Wir haben noch. Ja, okay, 40 Minütchen. Also eigentlich. Wir sind um 59 losgefahren. Mit den zwei Zwischenhalten. Ich schätze mal, 50 Minuten brauchen wir bis 60, weil wir jetzt ja nur die Hälfte fahren. Dann brauchen wir so 60 Minuten. Müssten wir so 18 Uhr da sein. Angesetzt war die Tour auf jeden Fall für 20 vor. Ich sag, wir brauchen so 10 vor. Und ich schätze mal so 10 vor, bis 18 Uhr müssten wir dann da sein. In Köln. Ich weiß gar nicht, wie lang die Strecke ist. Man könnte mal ganz einfach ausrichten. Oder wie viel wir hier sein sollten. Das sehen wir jetzt ja auch sofort. So. Zack. Jetzt haben wir noch 26 Kilometer. 15 Minuten, also 45. Als wenn die 40 kann man noch 5 Minuten ausmachen. Als wenn das jetzt wirklich nur 5 Minuten auf der Gesamtstrecke ausmacht. Ob man hier mit 100 fährt oder mit 140. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Seht ihr den Zug da? Den siehst du fast gar nicht. Das ist doch dämlich. So ein kleiner Lichtkegel, Feierabend. Ich meine, du kannst doch nicht mal erkennen, was es für eine Baureihe ist auf der Entfernung. Von dem Signal zur Lok, wo wir jetzt gerade sind. Ha! Hammerhart. Hammerhart. Ich meine, sieht man hier Schienen? Nö. Man sieht. Ah doch, da. So ein bisschen. Macht das einen Unterschied, wenn ich die Beleuchtung ausmache? Führerstandsbeleuchtung. Aber wir haben jetzt Licht aus. Da, ich sehe genauso viel. Puh. Was eigentlich den machen? So, Spitzsignale hell. Was macht? Sifa. Es macht keinen Unterschied. Es macht wirklich, abgesehen an den Pfeil, von den Pfeilern, ne? Wenn ich die jetzt ausmache. Signalleuchten reduziert. Niedrigste Stufe. Ja, da siehst du den Unterschied. Jetzt sind die Dinger nicht mehr beleuchtet. Aber sonst. Jetzt leuchten die wieder an der Seite. Das ist der Unterschied. Das kann doch nicht sein. Sonst sieht man nichts. Oder warte mal, wir machen jetzt mal aus. Sifa. So sieht das Signal aus mit voller Beleuchtung. Jetzt machen wir hier mal die Funzel aus. Aus. So. Erkennt man das Signal trotzdem oder nicht? Was meint ihr? Also eigentlich dürfte man das jetzt nicht sehen, müsste als schwarzes Ding vorbeikommen, wenn er gleich ganz ist. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Die müsste jetzt eigentlich nur als schwarzer Pfeil in der Brandung vorbeikommen. Ich gehe davon aus, dass die auch schwarz bleiben. Ja. Das ist der Unterschied. Und man merkt es wirklich nicht. Das ist echt, echt bitter. So. Machen wir jetzt mal aus. So, wir fahren jetzt ohne Licht. So. Jetzt haben wir Fernlicht an. Tot.
Oh, immer noch tot. Ja, das. Nee. Nee, 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 Leute. Nee. Einfach nur. Nein. Nee, dieser Lichtkegel. Nein. Ah! Einfach nur. Nein. Ich meine, so erkennt man ja ein bisschen, ne? Aber. Selbst mit der Außenansicht. Das ist aber auch krass. Wieso wird die Glasscheibe auf? So sehe ich ja noch ein bisschen, aber. Ne, ganz ehrlich. Sehen wir ein bisschen mehr, ist zwar lauter. Aber so sieht man zumindest mal ein bisschen was. Aber. Trotzdem Müll. Das ist trotzdem Blödsinn. Schon krass. Wir machen jetzt mal die Lampe noch mal aus. Den aus. Oh, das war jetzt nicht geplant. Oh, das blendet. Ja. Gut. Scheibe, die dimmt, ne? Zugbremse, nein. Führerschutzbeleuchtung aus. Wo war das jetzt? Na, ja, den wieder auf hell. Alles war echt dämlich. Ja gut, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr als jetzt. Mit Tempo 155 km. Dauert was länger. Ist schon arg, du Siefer. Na, also. Ja. Also, das heißt aber auch, wenn das so einen Unterschied macht, ne? Dann ist diese Windschutzscheibe aber auch echt gut gedimmt. Nur nicht dahin, wo du hin sollst, egal. Scheint ja richtig motiviert zu sein, der Kerl. Der scheint richtig motiviert zu sein. Ha! Hammerhart.
aber motivationstechnisch scheint es ein sehr langweiliger Job zu sein für den Kerl. Ah. So, jetzt kriegen wir ein grünes Signal. Zugbeeinflussung. Und schon wieder ein grünes Signal. Wir sind aber immer noch auf LZB-Führung, ne? Ich meine, gut, Signale erkennst du gar nicht. Aber wir machen hier nochmal die komische Innenraumbeleuchtung aus. Zack, Feierabend. Und sieht beim nächsten Mal ein bisschen was. Also, relativ, aber... Gut. 120 auf dem rechten Gleis. Oh, 11 Kilometer bis zum Ziel. Ich hoffe auch, ich sehe die Stelle, wo ich gleich halten muss. Weil ich meine, ich sehe jetzt ja so gar nichts eigentlich. Nicht, dass ich danach vom Prellbock oder sowas fahre. Aber ich meine, müsste ja mitten im Hauptbahnhof sein, ne? Dann müsste der auch beleuchtet sein. Das sollte gehen. Da kommt so. Den kann man dann so ein bisschen erkennen. Naja. Ich dachte auch, ich fahre eine S-Bahn hinterher, stand doch da in der Aufgabe, oder nicht? Wieso fahre ich dann jetzt auf dem Schnellfahrgleis, also sprich da, wo die ICEs fahren? Egal. So, eigentlich sollten wir jetzt bereits in Köln sein. Jetzt nochmal. So. Und du siehst nichts. Du siehst einfach gar nichts. Ich weiß doch nicht, wo der Zug ist. Ich höre ihn nur. Ey, hammerhart. Fahren entlang eines Flusses. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. So, was heißt? Haben wir zwar eine Lärmschutzwand oder so? Stellen wir uns mal hier hin. Kann man das erkennen, wann der kommt? Ja, aber auch nicht die Funze. Also ich muss ehrlich sagen, ne? Das, was man sieht, sieht schon nicht schlecht aus. Aber der Rahmen, also die Fläche, die erstrahlt wird, die ist echt mau. So. Hat mich jetzt mal interessiert, habe ich jetzt Stau gebildet, weil eigentlich hätte ich ja schon vor 10 Minuten da sein müssen. Oder 5. Wobei auch 10 Minuten echt nichts ausmacht, hier auf der Strecke so groß gesehen. Großartig. Haben wir da jetzt schon einen hinter uns? Der jetzt hier am Hinterhertingeln ist. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich müsste jetzt auch gleich die Zwangsbombe so machen, weil irgendwann muss die LZB geführte Strecke auch zu Ende sein da vorne. Also von hinten kommt gar kein Zug, wa? Nö. Nö. Immer noch nicht, immer noch nicht. Ist das Ding stehen geblieben? Komm nicht näher. Ich glaube, der ist stehen geblieben. Immer noch kein Zug in Sichtweite, ne? Naja, also von hinten kommt nichts hinterher. Das ist Verkehrszeit. So, gucken wir mal. Also oben tut sich auf jeden Fall jetzt seit einer halben Minute nichts mehr von der Distanz her. Das heißt, wir sind stehen geblieben, denke ich. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Wo zur Hölle sind wir?
Sind wir nach LZB geführt? Ja. Das sind wir. Wir müssen aber abbremsen. Also wir kommen genau richtig. Wir müssen jetzt abbremsen. Und zwar auf 100. Zugbeeinflussung. 100 ist gut, das kriegen wir hin. Ja, wir machen jetzt mal die Innenraumbeleuchtung an. Hell. So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Genau, hier schalte ich eh dran. Zugbeeinflussung. 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 Ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber... So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Gut. Den mal eben auf 0. So, eigentlich müsste er jetzt gleich wieder was tun. Also das kriege ich auch nicht hin, aus der LZB rauskommen. Du weißt zwar nicht warum, aber es klappt nicht so. Genau wie jetzt, wie fett ist denn jetzt nicht? Leistung voll aufgedreht. Ist gelöst. Ich habe keine Ahnung. Egal. So. Egal. Ey, das Signal, ey, wie gesagt, das ist doch für'n Arsch. Also da muss man eigentlich unbedingt mal was machen, dass man hier auch mal ein bisschen mehr Sichtweite hat. So, hier haben wir jetzt Tempo 100 fest. Zugbeeinflussung. So. Das heißt, wir dürfen noch... Ja. Ich meine, bis der da ist, muss man eh auf Geschwindigkeit kommen. Zugbeeinflussung. 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 So. Jetzt rot. Ist das meins oder das Nachbargleis? Zugbeeinflussung. Nachbargleis. Boah. Meine Sichtweite miserabel, ey. Absolut miserabel. Zugbeeinflussung. Wirklich miserabel. Das einzige, was man sehen kann, ist die Häuser drumherum. Ha. Zwei Kilometer bis zum Ziel. Boah, ey, hoffentlich kriegt er das hin. Ohne Anzeige, wo ich stehen muss. Ja, hoffentlich kriegt er gleich hin. Jetzt sehe ich ihn nur noch rot. Bin das ich? Bin ich nicht. Ich glaube, jetzt haben wir vergeigt. Nee, haben wir nicht. Boah, ey. Krass, die Krise krieg ich. Alter Schwede. Einfach nur, weil ich nichts sehe. Gott. Ach, da kommt mir ein Zug entgegen. Oder ich überhole. Ich weiß es nicht. Was ist das? Oder sind das Signale? Ey, mein Gott. Okay, das ist... Ach, scheiße, ich muss halten. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung, danke. Zwangsbremsung. 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 Ach so, ja.
Zwangsbremsung. Gut. Zwangsbremsung. Ja. Also. Zwangsbremsung. 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 So. Jetzt muss ich ja 5 Minuten warten, ne? Bremse ist gelöst. Macht noch nicht blöd. Ja, Bremsdruck muss auf 5 Bar wieder hoch, ne? Haben wir jetzt sofort. So. Bei 3. Zugbeeinflussung. Steht der auf aus. Zugbeeinflussung. AFB, AFB, AFB. Jetzt fährt der, jetzt gibt der Gas. Hä? Jetzt kann ich auch ohne AFB fahren. Alles klar. Rollen wir noch irgendwie 500 Meter da rein. Da ich nichts sehe. Und ich auch schon das Vorsignal anscheinend übersehen hatte. Tingen wir hier wirklich nicht schnell rein. Weil. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Zugbeeinflussung. Hier ist eigentlich 140. Ich hab echt keinen blassen Schimmer. Ich muss wahrscheinlich vor irgendeinem Signal, das rot ist oder so. Ein bisschen. Also er sagt mir 200 Meter. Zwei 18 Meter. Ich habe keine Ahnung. Wieso kein Bahnsteig? Hier ist gar nichts. 150 Meter. Ja, das könnte wirklich am Ende vom Bahnsteig sein. Ich glaube aber eher ungefähr da, wo das Vorsignal jetzt steht. Ha. Ja gut, ungefähr am Vorsignal. Bremsen jetzt mal ab. Ich bin schon. Wird schon passen. Zack. Wir sind da. Wir sind da, wo wir sein wollten. Wir haben eine Goldmedaille bekommen. Das ist schon mal gut. Boah. Also, ja, 15 Minuten länger als geplant. Machen die 100. Ja. Geht aber. Ist okay. Aber trotzdem ätzend, dass die Karre nicht so schnell fuhr, wie sollte. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich jetzt weiter drücke, kann das sein, dass es euch blenden wird. Nur als kleine Info.
Wenn wir jetzt ins Hauptmenü gehen, so. Ja. Und da ist es hell und ja gut. Aber auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt hier alle Szenarien durch. Komplett alle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir müssen hier noch den Fahrplan irgendwann mal machen. Da können wir auch noch die ganzen anderen Baureihen mal so durchzimmern bei Gelegenheit. Machen wir nicht heute. Ja. Gut, und dann geht's weiter mit Nahverkehr Dresden. Oder machen wir Ruhrsieg Nord? Aber wir hatten jetzt gerade ein Ruhrgebiet, ne? Also. Ja, wir machen einen Wechsel. Wir machen Nahverkehr Dresden. Als nächstes. Das sind dann erstmal 7 Trainingseinheiten. 10, 20, 15 Minuten. Eigentlich können wir uns sie schenken, aber wir machen sie trotzdem mit. 363, das wird auch noch interessant hier. Also, das sind dann auch mal, wenn wir das so rechnen, wir haben jetzt hier 10 Minuten, 30, 45, Stunde 20, Stunde 40. Mein Gott, was fährt denn hier alles auf der Strecke? Ja, okay. Also wir haben ja auf jeden Fall genug zu tun. Das ist krass. Das ist echt krass. 146, 185, 363. Also wir haben ja auf jeden Fall genug zu tun. So, das sind dann die Aufgaben für die nächsten Folgen. Das heißt, wir machen Training. Ich guck mal, dass ich das auch als eine Einheit machen werde. Auch wenn der Part dann ein, zwei Stündchen dauert. Vielleicht kommt das Ding auch noch Silvester dann online. Also sprich morgen. Müssen wir mal gucken. Und danach haben wir dann nur 6 Szenarien. Eins mit einer St Boah, das Ding läuft fast 1,5 Stunden. 30 Minuten. Auf Abwägen. Krass. Stunde. Also es sind lange Sachen. Lange Sachen, ja. Ja, nein, 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 das wollte ich jetzt nicht, das wollte ich nicht. Interessant ist auch, ich fahre die 363, aber ich habe da keine Aufgaben zu. Das heißt, wir werden extra für die 363 da trotzdem dann schon mal Aufgaben aus dem Fahrplan übernehmen. Und ja, gut, ich habe mich jetzt verdrückt. Das war jetzt mein Fehler. Aber das schauen wir dann beim nächsten Mal. So, Leute, ich wünsche euch was. Und sagt dann mal bis morgen. So, wenn ihr noch bis hier wart, hier zugeschaut habt, hinterlasst doch bitte ein Abo. Ich würde mich freuen. So, und damit auf Wiedersehen. Und ein Like wäre auch nicht schlecht. Tschüss.